Vonovia, zweiter DAX-Wert, der hier Zahlen gemeldet hat und arg gesucht heute. 5,6%, 5,9% geht es nach oben. Das war schon mehr heute. Also wir sind schon ein bisschen wieder runtergekommen. Mal gucken, wenn wir uns das hier im Intraday-Verlauf anschauen. Na, so viel mehr war es auch nicht. 24,20 war das hoch bisher. Sieht also erstmal alles soweit recht bullisch aus. Das Ausbruchsniveau, an das wir jetzt ranlaufen, das ist allerdings wichtig. Das ist natürlich jetzt im ersten Zug mal ein ordentliches Widerstandslevel hier ab 24 bis 24,30 ungefähr. Das ist ein sehr starkes Widerstandslevel. Da muss die Aktie erstmal rübergehen, damit im Prinzip die nächste Phase gezündet werden kann. Die nächste Phase wäre dann bis in diesen Bereich hier 28 Euro. Auf 3-Jahres-Basis sehen wir, na, das ist immer noch alles weit weg von den Hochs. Und 28 Euro, das wäre im Prinzip hier das nächste Kursziel, wenn wir uns das langfristig anschauen. Also wir haben jetzt hier zwei wichtige Bereiche. Einmal dieses letzte Hoch. Wenn das überschritten wird, dann wird quasi der nächste Bereich hier getriggert. Kaufen würde ich die Aktie jetzt allerdings nicht mehr. Wir hatten die ein paar Mal in dieser Phase hier unten, wo wir deutlich unter 20 Euro standen. In dieser Phase hatten wir sie ein paar Mal hier ausgerufen als möglichen langfristigen Kaufkandidaten. Da ist natürlich die Chance jetzt inzwischen deutlich schlechter, weil wir sehr viel höher stehen im Kurs, weil die Kursgewinnverhältnisse angestiegen sind. Aber per se, wenn wir auf die Zahlen schauen, die jetzt gelaufen sind, naja, es ist halt alles so ein bisschen rückläufig, aber nicht umsonst ist die Aktie natürlich kräftig unter Druck gekommen in der letzten Zeit. Na, der Erlös, der ist um 8% zurückgegangen auf 4,2 Milliarden von 4,6 Milliarden im Vorjahr. Und entsprechend ist auch das EBITDA rückläufig. 5% weniger hat man hier gesehen. Funds from Operations, das ist diese wichtige Kenngröße aus dem Bereich der Immobilienwerte, na, die so ein bisschen das laufende Einkommen zeigen. Das ist um 8% runtergekommen. Nettoergebnis ist nach wie vor negativ. Und das ist natürlich ein Problem, was wir hier immer noch haben bei der Aktie. Das Nettoergebnis ist negativ und das ist nicht ideal. Und deswegen finde ich es zu diesen Kursen, wo wir jetzt uns befinden, inzwischen nicht mehr so spannend. Auch für 2024, der Ausblick, den man gegeben hat, der suggeriert jetzt hier Ergebnisse auf Vorjahresniveau, sprich auf Niveau von diesem Jahr. Da sehe ich also auch keine große Verbesserung. Ich weiß nicht. Also, wie gesagt, mir wäre das Niveau jetzt etwas zu hoch, um da zu investieren. Muss am Ende aber jeder für sich selber wissen. Wir haben natürlich noch relativ viel Platz hier bis zu den nächsten größeren Widerstandsleveln, 28 bis 30 Euro.